Felix, 12 Jahre behauptet, ich schaffe in 90 Sekunden mehr Liegestütz-, Strecksprung-, Klimmzug-Kombinationen als Kraftpaket-Fitness-YouTuber Sascha Huber. Felix und Sascha müssen 90 Sekunden so viele Liegestütz-, Strecksprung-, Klimmzug-Kombinationen wie möglich machen. Der Körper muss beim Liegestütz parallel zum Boden sein und das Kinn beim Klimmzug über die Stange kommen. Wer mehr schafft, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf, los geht's, los! Zeit läuft. Klimmzug, runter. Liegestütz, Klimmzug. 90 Sekunden sind lang. Da muss man sich die Kraft auch ein bisschen einteilen. Effizient arbeiten. Dass nicht irgendwann hinten raus die Energie fehlt. Sehr gut, Felix. Wir sind jetzt bei einer Minute, die dir noch bleibt. Und wir haben 10 Kombinationen. Hälfte der Zeit ist um, Felix. Ja. Zieh. Noch 30, Felix, noch 30. Sehr gut. Kämpfer, da geht noch was. Jawohl. Zieh, Felix, noch 10. Komm. Komm, und noch einer geht. Komm, komm, komm. Komm, noch ein. Jawohl. Und da ist die Zeit um. Wow! Mega! Starke Leistung, Felix. Alleine die 90 Sekunden durchzuziehen, ja, ist so eine krasse Leistung, weil das so anstrengend ist. Immer wieder hoch. Man sieht am Ende, alleine an die Stange hochzuspringen, ist schon Wahnsinn. Was sagst du, du wolltest noch jemanden grüßen? Das machen wir später. Komm rüber. Sascha, okay. Du gehst in Ausgangsposition. Okay. Auf, los geht's, los! Ich glaube, du darfst nicht erschrecken, gerade am Anfang. Da legt er wahrscheinlich los wie die Feuerwehr. Aber die Frage ist ja auch, wie lange kann er das Tempo halten? Denn Sascha Huber wiegt natürlich auch einiges mehr als Felix. Alles ist aber auch sauber ausgeführt. Oh. Ja. Jörg Hartmann schwer beeindruckt. So was hat er noch nie gesehen. Sascha, die Hälfte der Zeit ist um. Auch ein Sascha Huber muss pumpen. Ja. Boah, das bringt mich um. Noch 30. Boah. 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 Ja, bist du wahnsinnig. Was geht da? Bisschen Zeit ist nur noch 10. Ah, man sieht, es wird enger. Oh. Wow. Felix, komm mit rüber. Was habt ihr euch da für eine Disziplin ausgesucht? Da bist du wahnsinnig. Wow. Oh, Felix, liebst du auch noch? Ja. Oh. Wieder. Felix, komm hier rüber. Und Sascha bleibt hier. Felix lebt wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine Übung gibt, die Sascha Huber an seine Grenzen bringt. Aber das war hier absolut der Fall. Und wir schauen aufs Endergebnis. Wie ging's aus? Felix 22, Sascha 23. Ich ziehe meinen Hut. Ja. Unglaublich. Also, Sascha Huber entscheidet das Burpee-Klimmzug-Duell.
Gibt's ja nicht. Und damit geht der Sieg nach Österreich in diesem Duell. Wollt ihr mehr schweißtreibende Challenges sehen? Dann schaut doch mal hier rein.